Howdy Partners! Willkommen bei Dick Wild 2. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Auf der Map oder im Menü. Sieht auch ganz cool aus. Auch hier wieder, wie bei vielen Spielen, der Comic-Look. Hier haben wir unsere Würstchenkanone. Die haben wir im Menü, aber gleich kriegen wir normale Waffen. Die kann man wirklich echt viel abschießen, ein bisschen so trainieren. Hier ist der Dick Wild. Er stört sich aber auch nicht, dass wir hier mit Würstchen auf ihn schießen. Ja, um was geht es sich in Dick Wild 2? Die Flüsse sind von toxischen Schlamm irgendwie befallen und die Tierwelt mutiert. Und gegen diese Tierwelt müssen wir auch schließlich kämpfen. Wir müssen den Schlamm auch befreien vom Fluss. Auf diesem Fluss sind wir nachher unterwegs. Schauen wir uns aber erstmal hier das Menü an. Also es gibt einen Singleplayer-Modus und einen Multiplayer-Modus. Ich hatte mal kurz den Singleplayer angetestet, so zwei Runden. Ja, checken wir mal hier die Settings. Also wir haben einen Waffenwinkel, den wir einstellen können. Wenn ich den jetzt hier wirklich auf 0 stelle, seht ihr, geht die Waffe hoch. Und ich habe jetzt echt irgendwie ein falsches Feeling von der Waffe her. Deshalb habe ich das auf 10 gestellt. Und so ist das für mich eigentlich ganz in Ordnung. Das muss halt jeder für sich selber anpassen. Dann haben wir Haptics. Haptics ist das Vibrieren des Controllers. Den geht nur auf Low, Normal oder Off. Ich habe mir es auf Normal. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn der Controller so sich so ein bisschen bewegt oder vibriert beim Schießen. Kommt so ein bisschen Immersion rüber. Ja, dann haben wir die Sounds. Hier können wir wieder die Spuren ein bisschen anpassen. Ich habe die Musik ein bisschen runtergefahren, weil ich es schon echt sehr laut finde, wenn man das hier auf volle Pulle stellt. Ja, Video haben wir hier zwei Einstellmöglichkeiten, einmal Anti-Aliasing und einmal Bloom-Effekte. Bloom-Effekte sind ja diese Lichteffekte, sag ich mal. Können wir mal auf High Quality stellen, sollte eigentlich passen. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt und der Speicherstand wird auch wahrscheinlich noch da sein. Oder ist nicht da? Ne, scheint nicht da zu sein. Fangen wir oben mal an. Und ja, dann wünsche ich mir viel Spaß. So, und schon sind wir auf dem Fluss. Hey, Sushi is still called. Ich kann nicht schießen. Down here, this old river used to be a prime fishing location, but something gone all wrong. The forest beavers are acting up, and I'ma need some help cleaning up this here river. Now let's lock and load. Yeah, man. Dann ready. Ah, hier können wir Waffen freischalten, wir können Sachen kaufen. Medikit, eine Weste und so weiter. Aber ich glaube, wir haben nur $50. Das heißt, ich zieh mal hier so eine Weste mir an und dann geht's auch schon los. Okay, jetzt können wir hier nichts auswählen. Wir sehen aber hier den Weg, den wir fahren. Wir können nachher immer auswählen, ob wir links oder rechts fahren wollen. Happy Hunting. Okay. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Und da kommen die Piranhas und die wollen uns ja so gern. Also noch scheint es echt super leicht zu sein, aber das wird später so heftig, finde ich. Ja, nachladen müssen wir nicht, wie ihr seht. Wir können einfach draufholzen. Am besten immer alles kaputt schießen, dann kriegen wir auch ein bisschen Dollars und können uns ein paar Upgrades kaufen. So, und jetzt hier sind wir auch schon an der nächsten Phase, wo wir entscheiden müssen, links oder rechts. Aber erstmal kommt hier unser kleiner Dick. Unser kleiner Schwanz. Okay, wir haben $495. Wir können aber
glaube ich nichts. Doch, wir könnten das freischalten. Eine Schrotflinte, okay. Die würde ich gerne mal probieren. Und die müssen wir auch wirklich immer für beide Hände kaufen. Das heißt, ich kaufe jetzt eine mal für rechts. Und dann ist hier alles rot, weil wir haben kein Geld mehr, aber ist egal. So, und jetzt müssen wir entscheiden, links oder rechts. Wir fahren mal links. Ready. Never make the same mistake twice. I make it 5 or 6 times just to be sure. Bin ich mal gespannt, was sie kann. Ich habe beim Probieren habe ich mal die Uzi gespielt. Die kann ich nachher auch mal kaufen. Aber die verzieht echt tierisch, also ist nicht so einfach mit der Uzi zu schießen. Ich hätte jetzt echt gerne Koop gezockt mit jemandem. Aber ich habe jetzt auf die Schnelle keinen gefunden, der das Spiel auch hat. Wow. Da merken wir, es wird schon ein bisschen schwieriger. Junge. Die sind ja böse. Wow. Oh Gott, ey. Aber diese Springviecher sind scheiße. Können wir den auch kaputt machen? Nö. Wow. Die Frösche. Alter, ist das normal? So, jetzt mal wieder hier. Also zu zweit ist es hoffentlich angenehmer. Puh, wir waren nicht gut. Oder ich war nicht gut, aber ich habe den Schlüssel. Also der goldene Fisch war der Schlüssel. Der sieht lustig aus. Ich glaube, außerdem versuche ich mir nachher ein Thumbnail zu bauen. Okay, wir haben nicht genug Kohle für. Das heißt, wir nehmen mal ein Medipack gleich, oder? Gator Boot, increase max health bei 10. Plastic Bumper. Okay, kaufen wir. Nochmal Medikit und los geht's. Ja, ready. Wo sind unsere Bumper? Ha! Boah, Mann, ey. Stirb, du Mistvieh. Mann! Ich hasse mutierte Frösche! Okay, schieß mal auf die Fässer, dann sind wir beide direkt weg. Yes! Explodier! Pff, 45 Energie noch. Power-Up ready. Ah, ich habe auch Power-Ups. Die muss ich gleich mal probieren. Auf irgendwelche Buttons war das. Okay, ja, wir brauchen definitiv Heilung. Gut wäre nochmal Heilung, ne? Weil wir haben echt nicht mehr viel. Okay, das war's auch fast schon. 3 Second Power-Up Time. Was haben wir denn sonst noch hier? Ist alles noch gesperrt, okay. Okay, hier muss ich wieder entscheiden, links oder rechts. Jetzt gehen wir mal rechts. Und wir haben Power-Up.
Ich muss gleich mal gucken, wo wir den aktivieren. Just to be sure. Also ich merke beim Bewegen schon, dass das Bild so ein bisschen, ja, sich aufbaut. Ich hätte den Bloom-Effekt doch nicht auf High Quality stellen sollen. Auf jeden Fall sehr lustige Musik. Ach, jetzt kommen wir noch wieder. Oh, fuck, ey. Jawoll. Komm, 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 komm. Was da? Ha, den haben wir aber gekriegt. Oh, hat uns geschossen. Schlüssel wieder? Was ist das für ein fettes Vieh da gerade? Oh, ist das heftig. Boah. Also mit zwei wäre schon cool, dann kann einer links, einer rechts so ein bisschen gucken. Eventuell dann mithelfen. Würde ich auf jeden Fall gerne mal ein Gameplay mit aufnehmen, zu zweit. You done did it. Ja! Start Money Bonus. Dann schauen wir mal. Was haben wir jetzt hier? Okay. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Settings. Stell nochmal hier Video so ein bisschen runter, ob es dann besser wird. Und dann machen wir mal die nächste Map. Nochmal, ja, Nightmare will ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. This here mine used to be run by my brother Uncle Jim Bob. Ain't nobody heard from him in a while. Can you go check what's going on down here? I don't like the noises. Maybe Jim Bob dug too deep. Ja klar, wir gucken nach deinem Onkel. Jim Bob. Okay, habe ich jetzt schon wieder... Bleiben die Freischaltungen nicht aktiv? Ne, scheinbar nicht, ne? Okay, hätte ich jetzt erwartet. Okay, wir haben $250. Ja, wieder eine Weste und dann war es das auch schon, ne? Ja. Oh, noch abends. Im Dunkeln. Das Gute bei den Revolvern ist, man kann schnell abdrücken. Bei der Schrotflinte hat man so ein bisschen so eine kleine Zeit. Das ist wie so im Vergnügungspark jetzt ein bisschen. Okay, wir sind in einer Art Mine. Und wir machen jetzt alles platt. Die Maulwürfe haben keine Chance. Critical! Ah, zerfetzt der Typ. Die Träger leiden hier. Oh, besser doch, oder? Nee, ist wieder dick. Hat schon einen angenehmen Weg hier genommen, oder was? Stay a while and listen. Ja, stay a while and listen.
Junge! Ich riskiere hier meinen Arsch! 720 haben wir. Das Schrotflint hatten wir ja schon. Können wir hier was nehmen? Auch nicht. Okay, nehme ich jetzt meine Uzi, um euch die mal zu zeigen. Dann haben wir noch 270. Komm, Plastikbumper. Wir gehen links. Ready. Seht ihr, wie die verzieht? Das ist schon heftig. Ah, wir machen den Weg frei hier. Wow. Jetzt habe ich Linsenabstand hier wieder gerade gehabt. Wir sprayen einfach mal rum und hier mit Zielen noch. Stirb! Oh, ist echt schwierig. Einen kommt schon mal. Komm. Schlüssel haben wir. Ach du Scheiße! Geh doch kaputt! Was sind das, dicke Hummeln oder Scheißhausfliegen oder was ist das? Wow! Boah, da geht euch in die Finger, hier immer den Trigger zu ballern. Da ist die Uzi schon ein bisschen angenehmer. Brauch ich nur halten. Aber, guck mal. Aber auch so große Dinger ist halt schon ganz gut, die Uzi. Boah. Zwei Uzis wären bestimmt auch nicht schlecht. 960, vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen Power-Abgleich. Im Kopfball im Power-Up benutzen. Ich hab's eben schon wieder vergessen. Steel Bumper. Ja, wir müssen uns erstmal hier heilen. Heilung. Nochmal Heilung. Steel Bumper. Und dann ballern wir uns noch eine Uzi. Gar nicht so schlecht, oder? Komm. Zwei Uzis. Jetzt bleibt uns nichts mehr. Jetzt müssen wir den harten Weg gehen. Ne, wir gehen jetzt zweimal links, so. Wir tricksen das Spiel aus. Voll die Hinterwäldler-Musik. Es wird natürlich schwierig, die gleich richtig zu treffen. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal um was anderes kümmern. Ich vermute mal, dass so aufgeht. Ja, okay. Ohne Cobra. Ah, so ein kleiner Schutzschild wäre nicht schlecht hier. Eins, zwei, drei, vier. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, ist klar. Alter, das geht ja ab. Haust du ab?
In case you forgot, I'm the shopkeeper, bait keeper, and all sorts of keeper. Power up, Mann! Shield Gun. Ne, wir müssen, ja. Hätte ich jetzt echt gerne ausprobiert, aber wir müssen uns heilen, sonst sind wir gleich sowas von am Arsch. Blöd, dass man diese Bumper hier nicht sieht. Oder haben wir den an den Seiten? Nö. Okay. Ja, das war doch schon. Und los geht's. Jetzt haben wir noch Fledermäuse hier. Ich habe jetzt gerade probiert. Ah! Was ist der Power-Up hier? Oh, das macht Spaß. Oh, jetzt ist er weg, der Power-Up. Oh. Ah, Arschkarte, Jungs. Okay, heftig. Wie sollte man den Fisch so schnell kriegen? Komm, 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 komm! Wir haben nur noch 10 Energiepunkte. Das schaffen wir nicht. Aber das ist das Ziel, das ist das Ziel. Das ist das Ziel! Das ist das Ziel! Yes! Alter, war das knapp. Habe ich jetzt doch 2 Schlüssel gekriegt oder hätte ich 3 finden müssen? Ich glaube, das waren 3. Den einen Fisch habe ich nicht gekriegt. Ah, ab da schalte man dann die Waffen frei. Shotgun Trial. Ja, machen wir. Dann machen wir noch und dann reicht es auch erstmal um zu zeigen, wie das Spiel so ist. Aber ich will den Koop-Modus hier ausprobieren, definitiv. Yeah! If you make it through, I will put them up for sale in all shops on y'all's journey. Yeah, I have a powerful shotgun here. Aber die ist sowas von kaputt, Junge. Challenge. I designed these powerful shotguns, perhaps a bit too powerful. But oh well, use them to clear out the waters. Ja, wir klären das sowas von hier. Oh, das ist schwer, das ist schwer. Ach, Leute. Nicht klar. Hey, wie soll man das denn schaffen? Nee, das schaffe ich mit meinem. Nochmal zum Menü. Mit meinen Dick Wild Skills schaffe ich das noch nicht. Dann probieren wir die nächste. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Biscuit. I am sure I just saw a giant rat. I ain't the smartest of fellas, but I know a rat's not supposed to be goat size. How about you go first?
Wir nehmen mal gar nichts für die erste Tour hier. Oh, da geht's ja. Auf jeden Fall cool, dass sich die Maps hier immer verändern. Vom Look her. Es sind die Gegner sind jetzt Ratten. Ach, und die sind auch noch auf Alligatoren unterwegs. Morgen baue ich neue Controller. Oder ich muss die Trigger noch mal reparieren. Jetzt haben wir aber gut Geld gesammelt. Ich glaube, wenn man sich nachher dieses Schutzschild holt, ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert oder was das aushält. Hello, Governor. This here shop was built especially for you in mind. So, jetzt kaufen wir uns mal so ein Schild. Okay, kann man die noch wechseln auf die andere? Nein, ist natürlich jetzt scheiße. Oder? Swap. Ah, doch, cool. So, Restore Energy. Okay, wir haben... Ah, ich dachte... Ah ne, dieser Balken war ja Power-Up. Okay, dann nehmen wir das hier und los geht's. Wir gehen rechts rum. Nein, links. Wir wollen ja einen Schlüssel mitnehmen. Boah, es hat ein kleines... Schild, Alter. Kann man ja nichts mehr tun. Also ein Feuerball vielleicht abwehren, dafür ist es vielleicht gut. Okay, also scheint seinen Zweck zu erfüllen. Das Schild. Stirb, du Ratte! Das ist Stirb, du Ratte mal wörtlich genommen hier. Was bist du denn für ein Tier? Da wird ja immer gemeiner hier. Nee, das ist ja gar nicht mehr handelbar hier. Du Scheißkarte, hau ab! Boah, nee, ich brauche eine andere Waffe. Das ist ja die Hölle. Solange wir die Musik hören, ist alles okay. Ein Power-Up haben wir jetzt, okay. Das Schild fand ich jetzt nicht schlecht, aber mit einer Knarre ist das echt blöd. Komm, wir hauen uns jetzt hier die Uzi rein. Ich wollte eigentlich nochmal zurück, aber okay. Schieß das Ding noch kaputt! Boah, die Uzi ist so schlimm. Alter, das ist ja... Also ich gebe gleich selber auf hier.
Wer soll das schaffen? Ach, das ist doch unfair. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Schutzschild! Nee. Nee. Leute. Also wenn das mit zwei Leuten dann noch schwieriger ist, dann große Mahlzeit. Also ich muss das unbedingt im Koop zocken. Also wer da Bock drauf hat, hat das Spiel und will eine Aufnahme mit mir machen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Egal ob YouTuber oder nicht YouTuber. Ja Leute, das war Dickball 2. Ich hoffe, euch hat das Gameplay hier gefallen. Mein Fazit, also echt lustiger Shooter, aber macht wahrscheinlich also mir mit Sicherheit mit zwei Mann mehr Spaß als alleine, weil wer soll sowas hier schaffen? Besonders die Uzi ist meiner Meinung nach ein bisschen zu krass von der Streuung her. Die kann man ja irgendwie gar nicht wirklich aufs Ziel abfeuern. Die geht ja überall hin, nur nicht da, wo sie hin soll. Ich habe das Gefühl gehabt, überall da, wo ich hinziele, da kreist die einmal so rum. Ja, aber echt kein schlechtes Spiel, macht mit Sicherheit Spaß und im Multiplayer nochmal mehr vom Fun-Faktor her. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich echt darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.